Nach dem tragischen Ende, wo wir zwei unserer Teamkollegen verloren haben, kommen wir jetzt zu der Mission Kafarov. Kafarov weiß, wer die vorigen Teile gesehen hat, natürlich wer das ist und dass er momentan die Person ist, nach der wir Ausschau halten und die wir suchen. Mal gucken, was uns jetzt in der nächsten Zwischensequenz erwartet. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es genauso wie ich. Ja. Dann verloren sie also im Tal den Großteil ihrer Einheit gegen die Russen. Wer überlebte? Montez, ich selbst, Cole und ein paar andere. Hat Captain Cole ihre Leute in den Tod geschickt? Was? Nein. Das dachten sie doch insgeheim. Oder etwa nicht? Ich habe in Bosnien vier meiner besten Freunde verloren. Ein Raketenangriff. Der Typ, der Wache halten sollte, war eingeschlafen. 6 Monate war ich neben der Spur. Manchmal wollte ich ihn töten. Wir alle sprachen darüber. Ich glaube immer noch, dass alles seine Schuld war. Ich hätte Mitleid mit Ihnen, wenn Ihre Leute mir nicht noch mehr Leid täten. Sie wussten nicht, wer Sie in Wirklichkeit sind. Sie hätten es verstanden. Und Sie? Hätten Sie verstanden, wenn Ihr Kamerad den Feind unterstützt hätte? Die Russen waren nicht unsere Feinde. Sie haben Ihre Freunde umgebracht. Schön locker, ganz locker. Während Sie noch im Iran im Einsatz waren, haben wir Bündelübertragungen zwischen Dima und seinen Handlangern in Kiew abfangen können. Er war zu der Zeit auch im Iran. Warum war Dima im Iran? Mit den Russen. Eine sehr gute Frage, der wir jetzt hoffentlich auf die Spur gehen werden. Und ich frage mich immer noch, wie lange setzt sich diese Kampagne noch fort? Aber das ist erstmal nebensächlich. Die Operation beginnt. Das sieht doch schon mal sehr geil aus. 500 Meter springen wir nun in die Tiefe. Sitzt. Macht euch keinen Kopf, Wladimir. Klack. Öffnet sich in die Luke. Oh, ist das hell. Oh, kann doch kaum noch was sehen. So, jetzt raus, Jungs. Schiebt. Schiebt. Näher, wir kommen näher. Ja, der Höhensensor funktioniert. Erstmal wieder tief durchatmen. Das war nicht ohne. Mal gucken, wie es nun weitergeht. Uah, eklige Waffe. Boah. Also sowas muss man nicht oft durchmachen, meiner Meinung nach. Пока не добрались до машины. Только дырками не заполняю ее. По моей команде. Один, два.
So. Kiste öffnen. Oh, schöne Waffen. Wenn ich jetzt nur noch wieder mal die Gegner sehen würde, wäre es schon relativ angebracht. Oh, wieder mal ducken. Oh, ist das schon wieder eng. Immer auf mich schießen, ne? Immer auf mich. Wie treffen die mich denn? Ich liege hier doch. Wo? Wo seht ihr denn welche? Mensch, Jungs, sag doch mal was. Hm. Ich habe fast niemanden gesehen, tut mir leid. Die Waffe sieht schnieke aus. Hat was. Haben wir nun ein Auto? Ja, sehr schön. Vor allem nicht gerade ein unedles Auto, ne? Muss man schon ehrlich sein. Последние спутниковые изображения показали большую оживленность на вилле. У нас минут 30, может быть, даже меньше. Слушай, а если сразу поедем на виллу? Окна ведь тонированы. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Смотри, смешайся с конвоем, мы попадем с ними внутрь. Молодец. Может быть, удача на нашей стороне. Naja, ja, man muss ja auch mal Glück haben. Отлично. Он и не догадывается, как мы близко. Все равно это будет натяг. Нам нужно быть готовыми ко всему. Кирилл первый, я пойду вторым. Дима, подстрахуй нас. Будь готов к смене плана. Помни, ГРУ хочет взять Кафарова живым, но самое главное, это ядерный чемоданчик. Твою мать! Держись на расстоянии. Давай сделаем это. Приготовиться. Ворота! Ну что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 давай! Ну! Твою мать! Gut, hoffentlich klappt das. Вон, биологический сканер. Они нас не пропустят, Дим. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Жди, жди, жди. Три, два, один, давай! Zack, schönes Ding. Проверь дверь. Дверь еще продержится какое-то время. Давай. Вон там контрольная комната. Нет. Дима, давай туда и открой ворота. Быстрее. Момент неожиданности пропал. Это все равно произошло. Давай, пошли. Сэр, es wurde bestätigt, dass feindliche Einheiten auf dem Gelände sind. Komm, hier wird er wohl noch. Ah, hier ist jetzt die Tür offen. Tot. Oh Gott. Stirb, du Arsch! Oh, schnell wieder ducken. Drei Feinde, alle auf mich. Bombig. So kenne ich das, so liebe ich das.
So muss das sein. Alles andere wäre natürlich auch Quatsch. Weil wozu habe ich zwei Kameraden, auf die auch geschossen werden kann? Naja, diese sind ja leider unsterblich. Oder was heißt leider? Das ist natürlich einfacher. Hallo, nicht übertreiben. Wo sind sie? Ich sehe schon wieder gar nichts. Ach Quatsch, er lebt doch nicht noch, oder? Wäre es jetzt ein bisschen peinlich. So, stirbt ihr Drecksäcke. Oh, schickes Haus. Das muss man denen mal lassen. Läuft hier Musik? Party, Party! Das Sekundärteam ist fast am Poolhaus und berichtet, sobald es dort ist.